In der Faser- und Textilwelt wird Dornbirn als die Weltfaserhauptstadt genannt bei den Journalisten. Wie sehen Sie das? Wie ist Ihr Eindruck? Es wird ja immer besser, gehe ich davon aus. Ja, wir sind unglaublich stolz in Dornbirn, dass wir seit 63 Jahren diesen wirklich phänomenalen Kongress bei uns in Dornbirn haben. Wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, wir waren ja wirklich bis in die 70er, 80er, Anfang 90er wirklich Textilstadt. Also es war, hat schon gewisse Logik, dass der Kongress damals hier gestartet ist. Aber dass sich wirklich an so einem Kongress erstens so unglaublich entwickelt über die Jahrzehnte und zweitens in einer Stadt bleibt, ist schon etwas sehr, sehr Spezielles. Und wenn wir jetzt den Kongress und das Programm anschauen, ist es unglaublich. Wir haben in Dornbirn leben ca. 120 Nationen. 35 Nationen unterschiedliche sind allein bei den Teilnehmern auf dem Kongress, der hier da ist. Wir haben wirklich von Asien bis den Staaten bis Europa, wir haben alle hier zu Gast. Und wir sind unglaublich stolz darauf. Und auch wenn man die Entwicklung des Kongresses anschaut, gibt es auch wieder Parallelen zu Dornbirn. Wir sind als Smart City doch sehr stark auch im Bereich Digitalisierung, Innovation. Wir versuchen diese Innovation, Kreativwirtschaft ganz stark bei uns in Dornbirn zu bündeln für die gesamte Region. Und auch der Kongress hat sich natürlich in die Richtung sehr stark entwickelt. Die Startups, die jetzt hier mit dabei sind, wirklich auch die ganze Faserindustrie, die sich natürlich auch entwickelt hat in eine ganz andere Richtung, als es noch vor 50 Jahren war. Also es passt sehr, sehr gut zusammen. Wir sind stolz, dass ihr hier seid. Ja, super. Es ist ja ein globaler Brand und man sagt nicht in dieser Faser- und Textilwelt, wir fahren zum Global Faser Kongress, wir fahren zum Dornbirn Kongress. Dornbirn Kongress. Ja, das ist wirklich eine Marke geworden und ich bin jedes Jahr wieder überrascht, wie oft wirklich Dornbirn fällt, wie oft die Marke Dornbirn fällt und dass ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer das natürlich ganz stark auch mit Dornbirn verbinden. Da kann man als Bürgermeister nur extrem stolz sein. Danke Ihnen. Gerne. Unterstützung.